Hallo und willkommen zurück in Deponia, dem wunderschönen Müllparadies. Und wir waren das letzte Mal dabei, im Postamt was zu machen. Das ist auch, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, die ich im Moment noch offen habe. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, noch nicht so ganz genau was, aber das werden wir jetzt schon mal herausfinden. Ich denke mal, irgendwas müssen wir wahrscheinlich auch mit den Kätzchen machen, weil die hier so präsent sind, dass man sie sieht. Und wir müssen ja einen Notruf absetzen. Einen Verlobten von der Goal, dessen Namen ich jetzt mal kurz vergessen habe. Ich glaube, Kletus. Irgendwie sowas in der Art. Naja, schauen wir mal. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Du, was? Ich würde gerne selber ein Privatgerät für Außengespräche anmelden. Wir probieren es nochmal. Vielleicht kommt nochmal Ich würde irgendwas gerne selber ein heraus. privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange 63. verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Toni wird dich hassen. Toni wird dich so. Ne, die hasst dich eh schon, aber sie wird dich noch mehr hassen, wenn es überhaupt geht. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Wann bist du langweilig? Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkastenputzmittelersatzsack. Potzdonner. Eieiei. Bis später. Okay, was können wir mit den Kätzchen machen? Was haben wir denn noch im Inventar? Nicht mehr so viel, ne? Also bohren, schweißen, Dietrich. Können wir sie narkotisieren? Die Coupons brauchen wir, glaube ich, nochmal irgendwas zu verschicken. Er hat Magnetfeld. Ich glaube, das bringt jetzt noch nicht so viel. Espresso. Trichter. Mikrofon. Das brauchen wir, glaube ich, erst später. Wir hätten einmal noch ein Espresso. Was für mich jetzt noch. Auch probieren wir es halt mal. Ich weiß nicht, was ist denn mit der hier? Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Bisschen zu Eine langsam und zu Katze in einem schnell. Laufrad. Süß. Warte mal, mit Espresso könnten wir sie auf Speed versetzen und die könnten wir. Weiß ich nicht, ob das was Man bringt. lässt eine Katze die Ja, okay. Briefmarken lecken. Na, wenn die mal ein Ja, bisschen. der war falsch geklickt. Ich wollte mal gucken, ob wir die Stimmt, sie narkotisieren. sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oh Gott. Oh, die sind voll gechillt. Dann können wir der jetzt ein Espresso geben? Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey. Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Lieber nicht. Du, ach ja, jetzt hatten wir doch diese Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Ponys Laden. Mal gucken, welche Auswirkungen das jetzt mit den Katzen Geschenkgutscheine hat. verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Was sag ich nur? Was sag ich nur? Ja, also vielleicht nach. Adresse verifiziert.
verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Eigentlich müsste die jetzt voll... Ja, also die hat schon mal verpasst. Wird gescannt. Alarm. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Jetzt haben wir die Errungenschaft unterfrankiert freigeschaltet. Sehr schön. Der Job ist so langweilig, dass sie nur ein Roboter machen kann. Okay. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Sie hat wohl die Augen zu gucken. Was ist denn, wenn wir das, können wir das umdrehen? Haben wir noch das im... Weil irgendwie hat es ja trotzdem nicht so viel gebracht. Können wir die narkotisieren? Ich eigentlich voll gemein, was ich jetzt hier tue. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Ach so, normaler Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt nochmal... Wie entspannt sie auf einmal ist. Ja, also sie Chili. Und wenn wir jetzt ihr Espresso geben, wahrscheinlich müssen wir zweimal machen. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Riesenaugen. Ich bin Manager in einer Computerspielefirma. Augenzucken. Ah, gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein bisschen schneller machen, ja. Bla bla bla. Leck, leck. Gleich ganz viele Briefmarken drauf. Frankierung wird gescannt. Fehler. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knickerfolie? Knick, knicke, die Knick. Yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Knicke, die Knick, Knick, Knick. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ach so, jetzt wird es einfach aufgefüllt, ne? Okay, irgendwie hat es jetzt aber auch nicht so viel gebracht, oder? Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Bis später. Okay, also das... Nee, warte mal. Warum trinkt ihr einen Kaffee schwarz? Ach so, nee, so. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Nicht? Okay. Wenn wir sie auch wieder auf Speed setzen. Läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Hey! Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer... Okay, jetzt schauen wir mal, ob das irgendwas gebracht hat. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir bald alle Möglichkeiten durch. Ja, komm, mach hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Frankierung wird gescannt. Also jetzt sind wir nur zwei, haben wir nur zwei Doppelmarken. Die Frankierung ist... Korrekt, ein leichtes Paket wird verschickt. Okay, wenn sie beide doppelt, Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Beide auf Speed sind, dann läuft es. Okay, also wir müssen doch wieder eine narkotisieren. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Hat es überhaupt, lässt man sie auf normaler Geschwindigkeit? Passiert dann irgendwas? Ich mal jetzt mal alles durch, ich weiß nicht so genau irgendwie. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Muss es ja irgendwas mit sich bringen. Okay, tap, 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 tap. So, sie leckt jetzt, als hat sie 3 drauf geleckt. Frankierung wird gescannt.
Alarm. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knickerfolie. Knick. Hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem. Also ich weiß ja nicht. Können wir da noch irgendwas? Fehler. Dann halt nicht. Bitte. Nee, können wir nichts machen. Also irgendwie, hat das irgendwas mit der Zeichnung zu tun? Ich weiß zwar nicht, was diese Zeichnung bedeutet. Können wir noch was anderes machen? Sie ist ja jetzt schon voll auf Speed, oder? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Wie entspannt sie auf einmal ist. Aber irgendwie hat es diese Katze hier nicht so viele Auswirkungen, ne? Ich probier's jetzt nochmal, aber irgendwie. Ich habe hier diese Geschenke. La. Also es kann ja auch nicht irgendwas nicht stimmen, weil ich habe diese Geschenkgutscheine ja noch in ewiger Anzahl. So, jetzt haben wir wieder 4 drauf. Weil sie jetzt langsamer läuft. Fehler, das Paket ist doppelt über Frankierpaket auf. Kann ich nix, ich kann jetzt auch nicht diese Knickerfolie. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube auf. Also ich glaube, wir müssen mal hier hin, ne? Wo der Typi sitzt. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Wow. Was ist denn der Horchposten? Ach, da geht's hin. Och, nicht ernsthaft, ey. Hey, huhu, hallo. Ich bin so ein Held manchmal. Was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Ah. Hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir das Schaum aus dem Ohr läuft. Ja. Von diesem Gerät aus. Capito? Ja, du dann. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Du leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden an Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Ja, du Mensch. Bist du nicht mal müde? Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Oh. Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Oh. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Oh. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Ich genauso. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Also wir müssen hier auf jeden Fall irgendwo was wahrscheinlich machen. Oh Gott, der Bär da oben. Können wir da was machen? Schatz, das Taubenfutter ist alle.
mir da was reinschmeißen? Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Okay, können wir ein bisschen... Die Nutschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Ja, ich habe vergessen, die wegzulegen. I'm sorry. Kann man da ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Ich glaube nicht, dass die ja, Tauben... Ja, ich hab's verstanden. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Was? Also, die Tauben orientieren... Ah, das passt ja perfekt rein. Richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Oje, oje, oje. Ach du meine Güte. Wie funktioniert denn das? Ja, puh. Ach, da kann man das drücken. Ich weiß bloß nicht, was das bringt, ne? Wenn ich da... Wie das sein müsste, damit es vielleicht besser ist. Ich würde sie gerne alle in eine Reihe kriegen hier, aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ah, vielleicht kann ich sie hier unten in einer Reihe kriegen. Wie ist es denn am besten, wenn... Also das werde ich ja nicht hinkriegen, alle drei. Ist es am besten, 2-2 zu haben? Ach, guck mal, ist hier so schön aufsteigend. Nehmen wir mal, lassen wir es mal so. Vielleicht bringt mir das ja was. Genau, vielleicht bringt mir das ja was. Ich weiß es nicht. Kann ich noch irgendwas mit den Knuffis machen? Nee, ne? Er sieht ziemlich relaxed aus. Ja, der hat, glaube ich, nicht so einen anstrengenden Job. So, die lassen wir nochmal so. Jetzt schauen wir mal, ob sich was geändert hat. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tokio. Ein Gegenadress. Okay. Blab, blab, schlopp. Frankier. Urlaub, Urlaub. Fehlt das Paket auf für... Knick, knick. Knick, knick. Knick, knick. Knick, knicke, die Knick. Ein schweres... So, jetzt schauen wir mal, ob die irgendwo hinfliegen. Großem Taubenverschlag wird gestartet. Weit gekommen, ne? Aber es hat er jetzt nicht gecheckt, ne? Aber es hat jetzt auch keine Auswirkungen gehabt, ne? Machen wir doch mal so. Da haben wir hier drei und da gar nichts. Weiß man nicht, ob das was war. Vielleicht bringt mir das ja was. Oh Gott, ich glaube, ich werde diese Coupons, die müssten eigentlich schon längst vorbei sein. Alle aus. Ja, blablabla. Mensch, das kann doch gar nicht sein. Schlappi, schlapp, schlapp, schlapp. Ja, verfrankiert. Alarm, Alarm. Knick, knick. Knick, knick. Knick, knick. Knick, knick. Das hat jetzt so gar keine Auswirkungen gehabt. Geil wäre, wenn sie hier irgendwie reinfliegen würde, ne? Okay.
Jetzt habe ich sie gleichmäßig aufgeteilt. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich habe die Logik halt nur verstanden hinter diesem Fall. Ich habe hier diese Was? Mensch, die ganze Zeit wahrscheinlich hier nur in dieser Poststelle rumhängen. Weil ich keine Ahnung habe, wie funktioniert. Kriege die Knick, Knack, Knuck. Okay, hat es jetzt eine Auswirkung? Jetzt ist er nur wieder da hinten runtergefallen. Aber es interessiert ja irgendwie so keinen, ne? Kann man noch irgendwas machen, was ich wieder übersehen habe? Bitte. Nee, da kommt auch nichts Neues. Woher weiß ich denn die Mechanik dahinter? Ich glaube, so sind wir gestartet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir gestartet sind. Ne? Man kann, glaube ich, nur die zwei Knöpfe, ne? Ich glaube, wir haben bald alles durch, ne? Bald haben wir alles durch, wie wir das da machen können. Hi. Bitte nennen Achso, Sie hier an. Ich wollte dir was schicken. Bis später. Ja, also wenn ich es jetzt nicht hinkriege, muss ich tatsächlich mal gucken, wie es funktioniert. Geben Sie Adresse. Was? Ja. Weil... Sonst hänge ich hier wahrscheinlich noch die 10. Folge und habe keine Ahnung, wie das funktioniert, das System. Fehler, dat. Knicke die Knick, knacke die Knuck. Ich wollte gleich den ganzen Dialog mit auswendig sprechen. Jetzt ist sie ganz normal weggeflogen. Ja. Das war jetzt nicht so. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Nee, ne? Da geht's nur runter. Mit dem Kasper kann man nichts machen. Ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen überfordert, weil ich nicht genau weiß, wie hier überhaupt die Logik ist. Ich erkenne hier kein Muster. Überhaupt kein Muster. Also das ist jetzt das letzte Mal, dass ich ausprobiere. Vielleicht bringt mir das ja was. Und da muss ich nachschauen. Da muss ich tatsächlich mal ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Nachschauen. Ja, komm. Eingeben. Was? Komm, leck schneller. Alarm, Fehler. Knick, knack, knuck. Okay.
Das hatte jetzt auch keine Auswirkungen. Ich glaube, dann werde ich das jetzt mal hier beenden, weil das bringt jetzt irgendwie nicht so viel. Und ich muss tatsächlich jetzt mal nachschauen, wie es funktioniert, damit wir in der nächsten Folge mal weiterkommen und hier nicht die ganze Zeit an diesem Postamt festhängen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und dann schauen wir das nächste Mal rein und dann kommen wir dann hoffentlich weiter. Vielen Dank, bis dann, tschüss.